Hallo und herzlich willkommen zurück zu Guild Wars 2. So, und jetzt? Gibt's hier einen Angriff oder was? Besiegt den Schwefelkobold und die herbeigerufenen Kobolde. Okay. Okay, wo sind denn die Kobolde? Oh. Oh. Helft Forscherin Suki, die Kobolde in der Nähe von Festnest zu untersuchen. Okay, Kobolde. So. Upsala. Upsala. Und tschüss. Ja, noch einmal. Bam. Aua, der hat ganz schön reingehauen. Oh oh. Ich glaube, ich rufe meinen Kollegen hier. Aua. Tatsächlich. Oh. Gerade so noch geheilt. Aua. Atmen. Aua. Schild. Oh. So. Ich muss warten, bis ich ein bisschen heilen kann. Du gehst mir auf den Senkel. So. Sie heilen. Ich fühle mich stark. Oh. So, weg hier. So. Achso, nee, der Hirsch, lass den Hirsch in Ruhe. Okay, das war jetzt ein Chaos. Ich. Okay. Na, mach doch was. Benutzt den Essenzverhärter, um Eiskobolde zu bekämpfen und öffnet Koboldportale. Testet dann die gesammelte Koboldessenzen. Okay, den war erfolgreich, können wir. Erbitte Daten. Mein Genie versagt. Operationsparameter komplett. Was? Wie? Testapparat. Ich kann nichts machen. Verwenden. Okay. Was ist das? Feuertest, Eistest. Hier. Okay, das hat irgendwie nichts gebracht, oder? Ich bin zu Balabala wahrscheinlich. So. Und so. Komm ich nicht ganz mit. Sorry, Leute. Testapparat. Ich muss doch hier irgendwas machen, oder? Kann ich. Nee. Außer Reichweite. Ich kann wahrscheinlich nur hier hin. Feuerkobold. Na, kann ich da vielleicht jetzt hier. Eiskobold. Okay. Eiskobolde bekämpfen. Ah ja. Nichts passiert. Ja, ich bin genauso überrascht wie ihr. Also. Schattenkobold. Okay. Rien ne va plus. Der Testapparat bringt nichts mehr. Der ist leer.
Seht ihr? Der ist leer. Es kommt nichts mehr. Okay, verlassen wir den. Benutzen wir mal den hier. Nope. So. Kommt da jetzt ein Eiskobold oder nicht? Nein. Schieß ich mal auf dem da. Hier. Da passiert doch nichts mehr, oder? Nee, da passiert nichts mehr. Es ist vorbei. Komisch. Ich habe jetzt gedacht, das könnte ich jetzt schön hier... Es kommen keine Kobolde mehr. Die sind vernichtet. Hm. Muss ich was Besonderes haben? Oh, da hat sich gerade was getan. Warum? Ja, das war's aber. Nee, da kommt nichts. Testapparat. Hier. Nee, also ich bin jetzt ein bisschen überfragt. Und ich höre die Wölfe. Eure Unterstützung war sehr hilfreich. Ich bin immer auf alle möglichen und auch einige unmögliche Katastrophen vorbereitet. Aber an alles kann auch ich nicht denken. Vielen Dank. Ist doch in Ordnung. Kriege ich vielleicht was von dir? Wissen ist der größte Schatz. Die Welt wurde wieder einmal gerettet. Danke euch, Held. Ja, ist okay. Gibt es noch etwas, das ich tun kann? Da ihr jetzt erwähnt, ich brauche Koboldessenz, aber sie verflüchtigt sich sofort, wenn der Kobold stirbt. Glücklicherweise habe ich Essenzverhärter konstruiert, die wir einsetzen können. Was ist ein Essenzverhärter? Ein Essenzverhärter nutzt Elektrizität, um die Essenz eines Kobolds erstarren zu lassen. Wenn der Kobold stirbt, fällt seine Essenz einfach auf den Boden und dann kommen meine Golemiten und sammeln die auf. Ah ja. Okay, nochmal. Was war so gefährlich an diesem Brimstone-Kobold? Es freut mich, dass ihr fragt. Ein Brimstone-Kobold entzieht seiner Umgebung unentwegte Energie. Wenn er ausreichend Energie aufgenommen hat, kann er Feuerkobolde herbeirufen und ein einziger Feuerkobold kann bereits alles in Schutt und Asche legen. Ich habe ein Versandprotokoll mit eurem Namen darauf gefunden. Wirklich? Oje, ich wusste das. Doch, dass die Lieferung zu lange dauert. Was ist damit geschehen? Sie wurde von Growlern abgefangen, die jetzt ihren Inhalt anbieten. Stumm hat mir für ein Experiment künstliche Windreiter geschickt. Wir wollten damit die Kinder der Norn die Furcht vor Windreitern lehren. Was? Wieso sollte er das tun? Manchmal glaube ich, Stumm hat nicht mehr alle Dioden in der Platine. Oder Vogel im Kopf. Er war immer ganz fanat in Macht. Also kann ich mir vorstellen, dass er es nur so zum Spaß gemacht hat. Ihr müsst ihn selbst fragen, wenn ihr es genau wissen wollt. Wie kann ich hier helfen? Da ihr es jetzt erwähnt, okay, lebt wohl. Mach mal. Excelsior. Okay, gut. Das war's. So, das heißt, ich muss Kobolde finden. Koboldportal. Das Kobold kann nicht ohne einen Frostessenzverhärter geöffnet werden. Aktiviere. Huh. Eiskobold. Upsala. Was ist denn hier los? Ach so. Hacken. Was ist das für ein komisches Ding da hinten? Jotun. Schleudert zurück, verstärkt verbündete Schwäche. Verstärkt verbündete und schwächt Feinde. Also mich zum Beispiel. Oh, da gibt es eine Menge. So. Zustandsschaden. Oh, nein, 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 ich möchte bei denen nicht landen. Die sind wahrscheinlich nicht nett. Schnell.
Ja, war ja klar. Aua. War ja klar, dass die nicht freundlich sind. Aua. So, seid ihr fertig? So. Du willst es unbedingt herausfinden, oder? Wer hat mich da beworfen? Ach nein. Warum machst du das? Aua. Mir geht's ziemlich schlecht. So. Und jetzt hier. Komm her. Und stirb. Aua. Ich brauche Heilung. Der ist tot. Nichtsdestotrotz, ich möchte eigentlich Kobolde haben. So. Nein, hier, denn hier. So. Okay, aktivieren. Kann ich jetzt aktivieren? Aktivieren? Natürlich kann ich nicht aktivieren. Hey, Golemit, kannst du das aktivieren? Nein. Ich habe doch nichts dabei, oder? Für dich. Nee. Na, verwenden wir mal... Oh. Stirb. Auch du stirb. Ach so. Und jetzt haben wir es geschafft. Na gut, das war's. Brauche ich nicht mehr. Hi. Upsala. Hi. Die Geschichte lügt nie. Historiker hingegen. Ja, die können schon lügen, ja. Was hast du? Gefrorenes Koboldherz. Hm. 21 Kraft, 15 Zustandsschaden. Das bringt mir alles nichts. Ich will Schrott verkaufen. Hast du auch nichts, war ja klar. Aber das kann ich verkaufen. Und Metallschrott kann ich irgendwann mal wiederverwerten? Irgendwann mal, also jetzt. So. Verwertet. Und jetzt... Alle Sammelgegenstände einlagern und wir haben wieder zwei Taschen leer. Gut. Wie sieht's jetzt in der Map aus? Aha, okay, wir können jetzt hier hochlaufen. Und so entlang. Seht ihr's? Dann kann ich die zwei Punkte sehen. Aber eigentlich bin ich, glaube ich, gelaufen, um das hier, um die zu entdecken, oder? Damit wir alles einigermaßen gerade haben, oder? Ja, ich glaube, ich laufe hier zurück. Ist wahrscheinlich besser. So. Den Eiskobold lassen wir jetzt in Ruhe. Den brauchen wir eigentlich nicht. Juhu. Die Frage ist, ob er uns auch in Ruhe lässt. Kaskadenbrücke wurde zerstört. Ja, ja, ist okay. Die Kaskadenbrücke wurde zerstört. Ich will sie jetzt aber nicht haben. Ich habe sie schon einmal... Was? Wie? Warst du das? Ist das vielleicht eine mechanische Kuh? Du greifst uns nicht an, oder? Nein. Das ist auch, würde ich dir auch empfehlen. So, und wir laufen ihn bis zum Hirschkuh, aber da gibt es was zu hacken, hacken. Hoffe ich. Die Dampfkreaturen sind auf dem Vormarsch. Ja, auch die haben wir schon gemacht. Juhu. Und die XP kriegen wir eigentlich. Wir sind schon auf dem Weg zu 49. Oh, ich bin gespannt, wenn ich 50 bin. So.
Okay. Jetzt irgendwo hier gibt es noch so einen Punkt. Hier vielleicht? Boing. Spring. 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 Boah. Oh oh. Nee, also hier gibt's nichts. Aha, da hinten gibt's etwas. Da hinten gibt's etwas. Was? Auf Karlsgehöf? So. Komm ich da hoch? Und jaba, ich bin da hochgekommen. So, und jetzt habe ich mir die ganze Mühe gemacht und dann am Ende komme ich ganz normal raus. Pilze! Ach nee. Ach, hier ist das. Nö, dann gehe ich wieder zum Gehöft. Komm! Ich muss ja auf der anderen Seite bleiben. Und ja, und dann machen wir uns gleich auf dem Weg zum nächsten. Wichtig ist, dass wir auch alle Aufgaben erfüllen. Also alle Herzen auffüllen, damit wir mit der Map klarkommen. Damit wir auch alles entdecken. So, was gibt es? Eine Rabe. Ah. So, Afghan. Kann ich die aufmachen? Achso, das sind Tische. Ich habe gedacht, das sind Truhen. Und die kann ich aufmachen. Aber sonst ist hier nichts. Nope. Okay, wie sieht's aus? Inventarmäßig. Nee, Mapmäßig. Mapmäßig sind wir hier gut. Und jetzt einfach hier nur runter. Einfach so runter, ja. Also, gemerkt. Kein Problem. Einfach runter. So. Das schaffen wir vielleicht noch in der Folge. Hoffe ich. So. Den Eiswurmjungen lassen wir liegen. Den lassen wir rechts liegen. Der interessiert uns gerade nicht. So. Und weiter. Wow. Hier sieht es ja schon cool aus, das Tal. Schaut euch das an. Das sieht schon cool aus hier, das Tal. Ich will mein Gehirn hier transportieren. Was? Helft Hirtin Liot mit ihren Dolljagdzucht. Was? Warum? Was ist los mit dir, Dolljag? So, okay. Hier haben wir Post. Oh. Moment mal, ich wollte jetzt die Post, aber... Das lasse ich doch nicht zu, du blödes Teil, du. Ha. Brav. Oh, sag doch was. Ach so, kann ich erschrecken, dann verschwindet er. Auch nicht schlecht. So, hier die Post. Eure Hilfe in Felsnest hat meine Forschungsarbeit um ein Zehnfaches vorangebracht. Die Resultate sind förmlich explodiert, meistens mit Absicht. Dank eurer Hilfe habe ich mehr Kobold, als ich brauchen kann. Mit den Daten, die ich jetzt habe, werde ich sicher bemüht. Also lauft ruhig rum und gebt damit an, dass ihr mich kennt. Da haben wir beide was davon. Wir sehen uns also. Ein bisschen Silber. Stampfen. War ja klar. So. Okay, und die Kuh hat auch geholfen. Ist auch nicht schlecht. So. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So. Und stirb doch. So. Upsala. Der ist ein bisschen größer, oder? Oder kommt er mir nur so vor? So.
Aua. So. Upsala. Der scheint sehr, sehr böse zu sein. So. Tschüss. Ha. Wurzelgemüse. Den nehmen wir natürlich. Den nehmen wir nicht. Hi, Hirtin. So. Wir sind bei der Hirtin. Ach so. Oh. Wer zum Teufel? Und jetzt hier. Und hier. So kalt. Okay. So. So, nein, 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 nein. Jetzt hier. Und. Aua, der verfolgt mich. Der verfolgt mich. Stirb. So. Und jetzt hier am Bahnhof bei den Doljaks. Da mache ich eine Aufnahmepause. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir die Hirtin Liot ein bisschen helfen mit den Doljaks. Hallo, ja, da guckst du, Kelle. Ja. Also, danke fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dorthin, ciao, ciao.